Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal zu Fortnite Clash. Und ja, also heute mal ein ungeschnittenes Video, tut mir leid. Heute ist nämlich der neue Shop rausgekommen mit zwei neuen Emotes. Und ja, wir kommen aber erstmal nochmal zu den anderen Skins und so weiter. Als erstes haben wir heute im Skin den Overtaker, der gestern rausgekommen ist, mit dem Whiteout, der weibliche Part von dem Skin. Sind zwei Ninja-Skins und sehen eigentlich ganz cool aus und kann ich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir hier die Gleiter, einmal den Zyklon für 1200 V-Bucks, ist ein epischer Gleiter, ziemlich cool, ist ein Gleiter, den man aus Fortnite nicht kennt und ja, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und dafür natürlich auch noch die weibliche Version, den White Squall, sieht auch ziemlich nice aus und kann man sich ebenfalls holen. Nun kommen wir zu der rechten Seite des Shops. Hier haben wir die Highland Warrior drinne. Für 1500 V-Bucks ein epischer Skin mit einem nice Backpack. Jedoch gefällt mir der Skin jetzt nicht so, also ich würde mir wenn dann nur mit dem Backpack, für den Backpack holen. Dann haben wir die Schnorchel Ops drinne. Für 1200 V-Bucks ist ein seltener Skin. Sieht ziemlich nice aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und ja. Nun kommen wir zu einem der beiden Highlights von heute, und zwar dem Hand Signals. Ein ziemlich cooler Emote, den man sich auf jeden Fall kaufen kann. Ich bin selbst am überlegen, ob ich mir hole, weil der ist einfach richtig witzig. Ja, machen wir weiter. Nun kommen wir zu Belper-Stufen. Die stelle ich jetzt nicht wirklich vor, weil es sind einfach 10 Stufen, die man für 900 V-Bucks bekommt. Und braucht man jetzt noch nicht. Erst am Ende der Season braucht man diese Stufen. Ja. Jetzt kommen wir zu der Plunger-Pickel. Ist ein Schwert mit einem Pümpel kombiniert. Für 800 V-Bucks. Eine ziemlich coole Pickel. Kann man auf jeden Fall machen. Also wenn man jemand ist, der Picken cool findet, dann kann man sich die auf jeden Fall mal gönnen. Und ja. Nun kommen wir zu dem letzten Emote für heute. Oder zu der letzten Sache aus dem ganzen Shop. Und ja, es ist ein neuer Emote. Und zwar Hot Stuff. Dieser Emote ist ziemlich cool. Für 200 V-Bucks. Also ziemlich geiler Preis für das, was hier rauskommt. Ziemlich cool einfach. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall auch kaufen. Das war von dem Daily Shop heute, also vom 18.8. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr liken und drauf freuen. Bis dann und Servus.